Ja, aber die Spawn-Regeln in Dings, in Minecraft, die sind halt manchmal ein bisschen merkwürdig. Diese Glühwürmchen kommen aber auch irgendwie auch einfangen, ne? Die kannst du einfach mit der Dings Spitzhacke oder so. Echt? Die machen einen Schlag. Die machen dann ein bisschen Licht. Ich glaube Fackellicht. Von der Helligkeit. Ja, dann hole ich mir doch mal so ein Ich Ziel. Will jetzt auch mal so ein Hase. Warum hau ich hier mit der Spitzhacke auf den Baum ein? Bin ich ein Wildschwein. Wieso bist du da eigentlich gerade runter? Also jetzt nochmal so eine kleine Zwischenfrage. Wo rennen wir eigentlich hin? Oh, Wildschwein. Einfach erforschen. Einfach mal ein bisschen erforschen. Seid ihr? Ja gut, okay. Ich dachte, es gibt ein Ziel, aber... Okay. Gibt's nicht. Also ist der Weg das Ziel? Genau, der Weg ist das Ziel. Es könnte sein, dass südlich von uns irgendwas ist. Wenn ihr auf der Karte guckt, das kann natürlich auch einfach nur Dreck sein. Also Das Schwarze? Nee, weiter. Südlich. Weiter runter. Ziemlich genau hier. Südlich. Ja, da ist irgendein Fleck auf der Karte. Das kann natürlich auch einfach freiliegender Stein sein. Ja. Also gefährlich ist ein Bossgegner, der fast frei steht, wo ich die Befürchtung habe, dass ich den gleich sehen werde. Das ist die Hydra. Oh, wo seid denn ihr? Ihr seid ja ewig weit weg. Das ist nur Stein, ist nix. Na, hier ist auch nix, das sah aus wie eine Hydra, so ein Hydra-Unterschlupf. Ja gut, das ist nur ein Wildschwein. Ja. Alter. Ich sehe jemanden. Das bin Wahnsinn. Ich, was ist das denn? Siehst du uns nicht auf der Minimap? Ui, dunkle Höhle. Ja, der Minimap laufe ich die ganze Zeit hinterher, aber irgendwie habe ich euch dann trotzdem nicht gesehen. Ach so. Das ist Aluminium, ach. Was abbauen. Ist hier denn los? Dieser Steinfleck, der hat ja wieder Kohle, das ist ja pure Wahnsinn. Ah, und schon wieder Taschen voll hier. Ja. Und okay. Eisen und Zertusquarz. Nein, ich hab noch. Tasche? Ja, ich hab noch. Keine Panik. Außerdem kann ich noch mit Cobblestone ein bisschen bearbeiten, zur Not. Was ist denn das für ein Bug? Immer wenn ich diese Beeren, die leuchten, immer wenn ich die ansehe, dann despawnen die sofort. Ja, ich wollte schon eine mitnehmen und jedes Mal war sie weg. Ich denke, verdammt normal. Ja. Also normalerweise kann man die abbauen. Normalerweise. Amiga, machst du mit mir jetzt Jump'n'Run oder wie? Ich weiß auch nicht. Ja, das Schöne ist, da bin ich auch schon drüber und dann abgestürzt. Poff. Sofort irgendwie an die Jump'n'Run-Einlage denken. Okay, ich komm auch mal runter. Hier haben wir noch 4 Sticks. Und aus den 4 Sticks, da machen wir doch noch mal ein paar Fägelchen. So, dann haben wir wieder 17 Stück. Super. Seiten hier, da hinten seid ihr. Rutze, guck mal auf die Karte nach Westen. Ja. Da ist auch so ein merkwürdiger Fleck. Ganz am Rand der Karte. Kann nur Schrank sein. Was das sein können? Ich weiß es nicht. Ich meine, irgendwo müssen wir mal was finden hier. Oh du, da kannst du lange suchen. Genau, Südwesten sieht es nach einer Struktur aus. Hier sieht es nach einem komischen Wald aus. Also ich habe hier im Westen habe ich irgendwas da, so auf einer Minimap jedenfalls. Wenn ich hier wir können so einfach mal gucken. Ich weiß nicht, ob das irgendwie was ist. Das im Südwesten, das könnte Nager sein. Das hier ist eine Schlucht. Also wenn es Nager ist, haben wir ein Problem. Ne, ist eine Schlucht. Also hier, wo ich gerade bin, kommt ein ganz, ganz dunkler Wald. Ja, cool. Da in der Mitte ist was drin, glaube ich. Im Dark Forest? Nee. Da ist da nichts drin. Nee, da ist oben drauf. Komm her, ihr Krähe. Oben drauf. Nein, im Rucksack. Oben drauf? Oben drauf auf dem Dark Forest, da sind manchmal so eine Festungen. Da hat man denn wirklich so eine Adventure-Jump'n'Run-Einlagen. Oh, das sieht gefährlich aus. Ist es auch. Oh, da ist schon. Nein, ich meine hier mit dem Wald, das sieht irgendwie so. Ja. Der ist dunkel. Nicht von schlechten Eltern. Der ist extrem düster auf jeden Fall. Und der ist YouTube-freundlich. Vorsicht, hier ist eine Spalte. Spalte. Muss der Schwarzwald sein. Yep. Bring mal runter, guck mal, was da ist. Ich hab mir das so abgewöhnt. Was ist? Ach, hier, Druid. Wie komme ich denn hier weiter, Mensch, verdammt? Das war ein Druid. Die machen richtig böse Aua. Yep.
Da gibt es auch so eine Spawnräume. Oder Spawnhäuser sind das. Das sind so eine, ja, ja, da kommt irgendwas Blaues, diese kleinen Gnomenteile. Die hatten wir eben schon. Dinger. Aua. Die haben Goldnuggets. Goldnuggets und Weizen. Aber die geben lustige Geräusche von sich. Ja, ja, die sind cool. Oh, hier wird ja auch der nächste Stack sofort nachgezogen. Ich sehe dunkle Augen oder irgendwas. Oh, was ist das? Der sieht nicht freundlich aus. Der ist auch nicht freundlich. Den habe ich auch noch nicht gesehen. Der war nicht freundlich. Der muss jetzt... Oha, oha, Vorsicht, Vorsicht, dicke Spinne und hier so ein Reiter. So ein Druidenreiter. Der hat mich schon vergiftet. Oh. Ich war natürlich wieder aua, zu spät. Ach, der. Alter, was hat denn der alles fallen gelassen gerade? Keine Ahnung. Ja, keine Ahnung, ich hab davon nichts. Doch, eine goldene Höhe. Ich hab Torchberries. Ah, noch einer. Was sind Torchberries? Ja, das sind Beeren, die leuchten. Die wie eine Fackel fungieren. Das sind die, die ich vorhin meinte, die immer verschwinden. Irgendwer hat die jetzt noch eingesammelt. Ich war wieder mal nicht schnell genug. Irgendeiner ist vergiftet. Ja, das bin ich gerade gewesen. Ich nicht. Ist schon wieder ledig. Das ist wirklich ganz so schlimm. Torchberries. Ich habe hier einen Torchberry. Ja, das sind halt diese Beeren, die eben gerade immer despawned sind, wenn wir uns genähert haben. Ah, sehr schön. Pilze. Pilze. Kann man die einpflanzen, dass die wieder wachsen? Die Torchberries? Ich meine ja. Ich glaube, da waren eher die Pilze gemeint, oder? Nee, diese Torchberries waren gemeint. Ich meine ja. Weiß ich gar nicht. Also auf jeden Fall kannst du sie einpflanzen, dass sie Licht geben. Ah, okay. Ich würde ja jetzt gerne mal so einen Boss haben hier, so. Zack. Ja, würden wir gerne alle haben, aber ich sag mal, mit unserem Equipment in so eine Festung vom Lichtking reinmarschieren oder so, das wird ein fröhliches, ja. Ne? Ja, das ist noch Happy Wiping. Als der Ruder, ne? Oder wie stell dich mal nicht so an, ey, das ist doch jetzt alles, ne? Irgendwie viel freundlicher geworden. Also wie man den Lichtking hier. Lichtking heißt der auch nicht, der heißt irgendwie anders, The Lich oder irgendwie so heißt der richtig. Zombie. Wie man den bekämpft, also die in Anführungsstrichen Taktik kenne ich, die ist so stupide, dass sie schon wieder schwer ist. Also die ist schon wieder zu einfach. Ich nehme hier einfach jetzt mal ein bisschen was von dem Holz mit. Einfach so? Einfach so. Boah. Ich hab ne gute Idee, ich probier mal die Lumber-Eggs aus. Wir haben Server, glaube ich. Riesenpilze! Ja, wollte ich gerade sagen, hier, die Pilze. Oh, und sind da Steinböcke? Ich glaube, hier ist das gerade nicht so richtig gut mit der Lumber-Eggs. Diese Böcke da, das ist dann was weg. Kannst du gerne versuchen. Ah, guck mal, da hinten ist irgendwas. Wo ist da hinten? Ist was. Bei mir hier. Da ist eine Struktur drin. Ja. Diese Böcke hier, diese Schafsböcke, das ist, wenn man ein Schaf mit dieser Essenz... Ah, das ist ein Labyrinth. Essenz. Das ist ein Labyrinth. Darunter ist ein Labyrinth. Okay. Das ist ein Block, der irgendwie nicht Vanilla-tauglich ist. Das ist ein Block, Decorative Maze Stone Brick. Raven und... Alter, was ist denn das? Was sind das für Blöcke? Ich glaube, die kriegst du nicht so richtig schnell kaputt. Mit der Diamantaxt eine halbe Stunde drauf rumprügeln. Ja, Glückwunsch dazu. Dekorativer Mace-Stone-Ziegel. Ja. Ist hier in der Mitte runter. Ob ich da mit meiner Holzspitze weit komme? Wir wollten doch irgendein Abenteuer. Genau. Okay, also mit der Eisen tut sich hier ja auch gar nichts, wenn er drauf rumprügelt. Ich muss mal gucken, mein Inventar ist irgendwie voll. Ich hab nur Mist. Wenn du eine Tasche brauchst, sag Bescheid. Was ist denn ein Spoils Bag? Da sind lauter schöne Sachen drin. Kannst du mit Rechtsklick aufmachen. Au, au, warum kriege ich denn hier Schaden? Au, so ein Kuh-Ding. Au, 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 warum haust du immer mich? Weg. Ey, ich glaube, es geht los. Das liegt an deiner unauffälligen goldenen Rüstung. Ja, weil die Kuh-Dinger ausgegangen ist, da konnte ich schön in meinen Taschen gucken. Nicht mehr weiter. Natürlich, geht's hier weiter. Guck mal, zack. Reaper. Dann brauche ich im Dunkeln weniger Fackeln. Wo seid ihr eigentlich hin? Ja, würde ich auch gerade gern. Was sind denn das für Slimes, ey? Voll erschrocken gerade. Hallo Mädels, wo seid ihr hin? Hallo Spinne. Wo seid ihr hin? Komm her. Wir sind in der Mitte.
Was ist das? Oh, oh, Vorsicht! Ach, ihr seid in der Mitte runtergesprungen. Ah, da ist irgendwas, genau. Genau. Was auch immer das war. Es ist jetzt auf jeden Fall tot. Genau. Jetzt ist es tot. Meine Rüstung ist fast platt. Seid ihr ganz unten oder? Ja. Ah, ja. Ja, gut, okay, jetzt sehe ich euch. Da kommt schon wieder so ein. Achso, habt ihr zugemacht. Warte mal kurz. Ich mach hier mal eben so einen kleinen. Nein, den wollte ich gar nicht. Den wollte ich haben. Und dann machen wir einmal hier so. Amiga, du bist im Weg. Ich wollte den Weg weiter runterbauen. Und dann mache ich mal kurz so. Und dann mache ich mal kurz so. Und dann muss ich schon wieder. Und so. Hier. Und dann muss ich hier, und dann muss ich da. Mist. Und dann muss ich da, und dann muss ich so, und dann. Was mache ich hier schon wieder? Ohne. Das ja, heißt so. Nur du. Ja, leider, das der ist ja das Schlimme. Nicht. Ich muss mir eine neue Rüstung craften, weil meine Rüstung ist langsam ADF. Auf ADF? Der Flucht. In die Pro. Auf der Flucht. IA im Arsch. Ja. Sozusagen. Ah, hier, da ist so ein ich werf Schleimbälle-Käfer. Warum haben wir eigentlich keine Bögen? Ich hab einen. Weil ich da nicht dran gedacht hab. Ich hab keinen, ja. Weil ich vorhin mal gestorben bin in der ersten Aufnahme. Da ist alles bei Hops gegangen. Zeigt ihr euch Pfeile, falls einer Pfeile haben will. Lasst ihr euch eigentlich die ganzen Gegner auf der Minimap anzeigen? Nee, die stürmen einfach nur. Im Moment ja. Leider ja. Also ja, dann weißt du ja, was hier ringsrum an Polade so ist, ne? Ja. Ja, ja, da ist Party. Der werden wir uns jetzt einfach mal anschließen, oder? Mach vor allem, da sind diese hässlichen Käfer, die einen greifen, sehe ich da doch schon wieder zwischen. Dann macht mal einer auf. Nee. Oh, was ist das? Was war das? Das war ein paar Creeper. Das war aber, wenn, mehr als ein Creeper. Attacke. Ja, ich wollte es nicht sagen, weil ich hab's nur gehört. Bum, 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 bum. Ja, das war eine Kettenreaktion. War ja schöne Sache. Trivolo ist wieder hier derjenige, der ich denke Sprinten mal, wir ist. Laufen alle in eine Richtung, oder? Das ist Mama hinten zu. Hey, Spinne. Wasser. Was ist das denn? Und dann bin ich Spinne. Hau ab. Boah, kann gar nicht so viel essen, Kuhgeräusche. Wie ich hier irgendwie, ne? Ich bin out of Fackeln. Okay, und out ich of Kohle. Und out of Sticks. Irgendwie habe ich eben gerade gegessen, aber ging irgendwie nicht. Nee, du musst sehr lange gedrückt halten. Ja, hab ich genau. Gemerkt. Hab ich hier rein. Hier ist, glaube ich, was drin. Das war ein Spawner. Genau. Oder so. Hier sind Kisten hinter Glas, hinter Säulen. Ja, hier nicht. Aber egal, hier. Erstmal ausleuchten. Werf dein Material ab. So. Oh ja. Oh ja. Wie? Ihr raubt hier Kisten? Oh ja. Wir rauben Kisten. Ich habe zwar keine Ahnung, was ich da jetzt alles rausgenommen habe aus der Kiste, aber... Nimm mit, lauter schöne was nicht nied- und nagelfest ist. So. Ach, hier ist noch eine Kiste hinter Eisen. Ja, hatte ich auch. Ich habe Eisen weggehauen und dahinter war eine Kiste. Ja, so eine schicke Doppelkiste. Mal gucken, was so drin ist. Hier. Ich finde es auch witzig, diese dynamischen Blöcke, die, wenn du dich näherst, plötzlich verschwinden. Ja, irgendwie voll merkwürdig, ne? Oh, hier. Nee. Ich habe aus Versehen ausgelöst. Was hast du denn Fallen oder? Das hat dich sehr interessant. Ja, da war ja, sehe ich auch gerade. Da musste ich aufpassen. Oha! Alter! Das war die Kiste. Das ist nicht. Ja, meine Kiste hat's auch zerbröselt. Das ist also nicht ohne. Ich hab nur den Draht weggekloppt. Hier übers Wasser. Das hatte ich auch gemacht. Ich hatte aus Versehen den Draht weggekloppt und dann hat's Poff gemacht. Dann war ein bisschen Alete. Halt, bin falsch. Verdammt, wo seid ihr alle? Wir sollten uns nicht trennen. Ihr kennt doch das mit den Horrorfilmen. Immer wenn sich getrennt wird. Wir sind hier zu dritt zusammen. Dann lange sind wir zu viel. Ja. Beckerman war gerade noch hinter mir. Siehst du, Beckerman ist jetzt der Quotenschwarze. So fängt's an. Nein. Der sterben muss. Genau. Nein, ich sterb nicht. Habe ich heute nicht Nein. vor. Alter, da ist aber richtig TNT unter, ne? Ja, da ist ordentlich Party. Also, da also auf jeden Fall. Viel Spaß. Beckerman, wir gehen an der anderen Seite lang. Achso. Oh, ich habe hier zwischengeschlackt jetzt schon wieder. Aber Hölle. Mit den Slimes kennst du dich doch aus. Ja, mit denen ist ja kein Problem. Oh,
Aber ich weiß ja nicht, ob das hier besondere sind. Nö, sieht nicht so aus. Na, droppen auch nur Slimeballs. Einfach breit und fertig. Genau. Wo seid ihr? Ach, da. Hier ist Water. Oh, cool. Charm of Keeping habe ich. So ein Mullen Enterhaken. Ruhe, was ist denn hier los? Ja, du bist zurückgerannt. Ja, irgendwie mein Anzug ist da ein bisschen bescheiden. Wenn es durchs Wasser geht, da steht ein Krieger um Ecke. Legt der einen Turbo ein. Ich hab ihn schon gesehen. Ja, komm, der hat hier mich auch gesehen, glaube ich. Ah, verdammt. Hat nicht ganz gereicht. Na komm her. Genau. Ja. Nein, guck mal hier, da war ich schon mal. Da war ich schon mal. Hier hinten geht's aber auch noch ins fürchterlich Dunkle. Und ich hab hier hinten ist noch so ein. Kann das sein? Hier ist noch so eine olle Kiste irgendwie wahrscheinlich. Ja, hier ist noch so eine Doppelkiste. So, jetzt mal mit Verstand daran. Verstand. Ich glaube, ich bin falsch gelaufen. Das Problem ist das ganze Wasser hier. Ich glaube, Tagun und ich sind nicht bei euch. Nein, nicht nur ihr nicht. Macht nichts. Wow, Tribolo, bleib mal locker hier. Also wenn da jetzt wieder so ein anderer Draht ist, aber lass eigentlich... Lass uns erst mal gucken. Eigentlich müsste das Wasser den Draht weggespült haben. Tagun? Ja, sind die anderen? Ich bin bei Butzemann. Hier ist Schrott drin. Wir definieren uns einfach als Mittelpunkt und die anderen sind falsch. Ja. Ich habe einen goldenen Apfel. Also wir sind beim Ausgang zu. Wir sind richtig. Genau. Also ich bin ganz froh, dass wir die anderen Kisten weggeschickt haben. Hier haben wir auch wieder eine Kiste. Da ist wieder das... Ah, verdammt. Warte. Ich komm mal. Da ist so ein Scheißvieh. Oh, das sieht aus wie ein Skorpion oder irgendwas. Ich hab hier so... Nein! Lass mich in Ruhe! Geh weg! Ja, du wolltest das ja nicht anders. Nee, ich würde mich von einer anderen... Scheiße! Sagen, da kommst du ja nicht ran. Weil das so lange abdauert. Was mit dem Verbrauch. Scheiße! Hau ab! Weg. Warte, wir machen das. Oh, da ist ein Spawner. Vorsicht, Amiga. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Ich hab's. Ach so, kommst du da echt Kuhköpfe. Dran? Ah, nicht schlecht. War aber. Oh, Lava. Nix Richtiges Tagun. Drin. Da will man mal in deinen Taschen gucken, da kommen da die Viecher. Ja. Hier ist noch so ein ich Skorpion. Ich hab nur in die Ecke geguckt, aber ich glaub, das nicht ist schon wieder. Aua. Oh ja, hier ist er. Hier ist der Spawner. Von dem Zeugs oder was? Wo ist er denn? Nee. Da ist noch eine Kiste. Ja, hier sind wir schon wieder so ein Taure oder irgendwie so. Gleich zwei Stück. Nein, ich hatte Wo bist Freeze, du? Ich hab wieder Platte. Verdammt, wo seid denn ihr jetzt wieder? Ja. Da, auch gerade. Gut, wunderbar. Wenn dem Biber Butzemann folgen, der weiß wenigstens, wie es geht. Hier, musst du mal zu. Ja, wie hast du das jetzt gemacht? Okay. Auf. Jetzt zack und dann kannst du dran gehen. Und jetzt kannst du Kiste öffnen. Da ist noch ein Haken drin, Papier, Leder, ein goldener Abel, Pfeile, Sugarcanes und Sticks. Hier ist noch eine. So. Noch Artischt. Biber Wutzelmann Tagun sehe ich hier. Jetzt will ich auch mal in so eine Kiste reingucken. Ja, und sprengt die gleich wieder in die Luft. Butze, geht da lieber weg. TNT. Was haben wir denn? Lohnrute, nehme ich mal mit. Ey, der hat hier wieder den Sechser im Lotto, weißt du, der alte Lacker, ne? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, sind doch nur zwei. Ja, lädst den mal einmal ein zu so einem Let's Play. Ja, wir haben eine Überraschung mitgebracht. Was ist denn Leucht? Ich hab vier Leuchtkäfer. Wir haben geschenkt. Dir was mitgebracht. Geschenktes Hause, völlig unverbindlich. Da ist noch hast du das gemacht? Nein, das ist so. Falls du Fackeln brauchst. Ah, ja. Oh, prima. Ja, nee. Ey, Vorsicht. Ich nehme hier wirklich ein paar mit. Mach da. Ich kann mir noch welche geben. Ja, ich hab die Taschen so voll, ey. Das ist Wahnsinn. Warum lacken das bei mir im Augenblick so? Ab und zu ist das bei mir auch. Da ist wieder so ein Käfer und jedem... aua. Ah, danke schön. Er hat zwei Stacks. Ey, der hat mich gepackt, der Sack. Du reitest auf ihm. Hier, mach ihn meine kaputt. Meine neue Rüstung. Ist sie nicht wunderschön? Ist sie nicht wunderschön? Wer braucht davon euch Fackeln? Da liegt noch ein Stack rum. Oh, schön, nehme ich. Das ist eine Steel-Leaf-Rüstung, die hatte ich aus der ersten Kiste. Das ist so eine Rüstung, womit du hier im Twilight Forest die Bosse wohl eine Resistenz gegen hast oder irgendwie so ein Quatsch, keine Ahnung. Naja, nicht schlecht.
Kurze Gamm, weg mit dir. Gamm, wir sind noch nicht durch. Ja, der hält aber einiges aus. Jetzt sind wir weiter. Oh ja. Moment. Keine Ahnung, ging's hier noch weiter? Hat irgendjemand rechts noch einen Plan, nee, wo es ja, hier. Geht? Hier. Und dann. Die Musik bei mir ist auch gerade wieder passend. Das ist wieder dieser Ich lach dich aus Sound. Wir sind mal im Kreis gelaufen. Schau mir das so eine. Wenn die Fackeln auf der rechten Seite sind, dann geht's nach draußen. Abgenommen.